Heute kümmern wir uns ja um diese blitzschnelle Kürbissoße. Die kann man zu allen möglichen dann nehmen. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Da ich ja noch Kürbis übrig habe vom Kürbiskuchen, dachte ich, wir machen jetzt diese Kürbissoße. Ist auch total einfach und schnell gemacht. Hier einmal Kürbis, Zwiebeln, eigentlich hätte ich jetzt noch Knoblauchzehen dabei. Es ist aber Sonntag und ich habe keinen Knoblauch mehr, ich habe nur Knoblauchpulver. Deswegen liegt der jetzt nicht mit hier dabei. Und dann geht das Ganze bei 200 Grad Ober- und Unterhitze jetzt in den Ofen erstmal. So, dann gebe ich jetzt schon mal die restlichen Zutaten hier in meinen Mixer. Das ist einmal Sahne, ihr könnt auch Creme fein nehmen. Das habe ich jetzt einfach ein bisschen erwärmt, damit wir natürlich auch eine warme Soße haben. Dann kommt, wie gesagt, jetzt Knoblauch dazu, Salz, Pfeffer, etwas Zimt, etwas Muskatnuss. Und man könnte auch noch gehackte Nüsse dazugeben, die lasse ich jetzt weg. Oder Petersilie. Das schreibe ich mit ins Rezept optional rein. Jetzt sind 20 Minuten um. Geben wir das mal alles da rein. Ja, und das ist jetzt unsere Soße. Ich probiere die jetzt einfach mal. Schmeckt richtig lecker. Mega, mega lecker. Also ich kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!